Ja, hallo und herzlich willkommen aus der Schänzelhölle. Heute am Mittwochabend zum Anpfiff um 19 Uhr. Die HSG Konstanz empfängt die HSG Nordhorn-Lingen. Der Tabellen 16. gegen den 17. Da freuen wir uns auf ein echtes Highlight. Da wollen wir nachher sprechen mit Matthias Stocker, unseren Experten. Hallo und schön, dich mal wieder zu sehen. Servus, freut mich auch und hallo an alle Zuschauer auch. Ja, viele Grüße auch von mir natürlich in die Grafschaft Bentheim an alle Nordhorn-Lingen-Fans, auch an alle HSG-Fans, die uns heute zugucken. Aufgrund Terminstress oder schlechten Wetters, die Straßen sind glatt. Und ich möchte natürlich auch ganz herzlich begrüßen Udo Karwart, unseren Schiedsrichter-Obmann. Ja, hallo und danke für die Einladung, dass ich heute mal ein bisschen Werbung für den Schiedsrichterjob machen darf. Freut mich sehr. Viele Grüße natürlich an alle draußen. Genau, Udo, dann stell dich doch gerne kurz persönlich mal vor. Was machst du, was ist deine Position bei der HSG? Okay, ich bin seit 2010 bin ich Schiedsrichter, früher für den TSV Bodman. Dort haben wir es geschafft, mehrere Schiedsrichterpositionen zu finden. Und daher habe ich jetzt seit 2 Jahren die Möglichkeit, hier für die HSG Konstanz zu pfeifen und darf dieses Jahr als Schiedsrichter-Obmann, was für eine Ehre, versuchen, noch zusätzliche Schiedsrichter anzubauen, weil es fehlen ein paar. Und das ist das Ziel, dass wir 5 neue Schiedsrichter mindestens anbauen. Und das werden wir auch erreichen, das Ziel. Dann gib uns doch gerne mal einen Einblick aus der Schiedsrichtertätigkeit. Es ist ja nicht nur so, dass man viel Verantwortung übernimmt, sondern man kriegt auch viel zurück. Man lernt viel für sich persönlich. Also was sind deine Erfahrungen für den persönlichen Werdegang? Was kann man für sich mitnehmen aus dieser Tätigkeit? Ja, das ist vollkommen richtig. Also es ist eine Persönlichkeitsschulung. Man muss mit unterschiedlichen Charakteren umgehen können. Man muss schnelle Entscheidungen treffen und man muss auch zu diesen Entscheidungen stehen. Und ja, es ist einfach für die persönliche Entwicklung sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, als Schiedsrichter zu fungieren. Wenn jemand Lust hat, auch einzusteigen als Schiedsrichter oder mal zu schnuppern, sich zu informieren, wie ist so dieser Ablauf? Wie kommt man rein? Wo kann man sich melden? Was kommt auf einen zu? Ja, also grundsätzlich kann man sich natürlich immer an irgendwelche Schiedsrichter wenden. Wenn man selber aktiv im Handball unterwegs ist, kann man auch während dem Spiel oder nach dem Spiel mal mit dem Schiedsrichter sprechen, wie es denn so aussieht, was man da machen muss. Es gibt einen Neulingslehrgang für alle neuen Schiedsrichter. Der läuft zum Teil online ab und zum Teil in Präsenz. Und dann, was seit ein paar Jahren jetzt einfach gepflegt wird, dass neue Schiedsrichter nicht alleine in die Halle gelassen werden, sondern wir erfahrenen Schiedsrichter coachen diese neuen Schiedsrichter. Und das ist sehr erfolgreich, kommt es an, dass man einfach auch eventuell den Dampf in der Halle ein bisschen rausnehmen kann als erfahrener Schiedsrichter. Und das hilft den Jungen auf jeden Fall. Junge können aber natürlich auch erfahrene ehemalige Spieler sein, die neu einsteigen als Schiedsrichter. Aber um weiterhin Teil des Spiels zu sein, wenn man die aktive Karriere beendet hat, kann man immer noch als Schiedsrichter, wie gesagt, Teil des Spiels sein. Dann möchtest du unser Team, dein Team kurz vorstellen. Wer ist mit dabei? Wie viel seid ihr? Eben, wie ist die Altersstruktur von bis? Wie sieht es aus? Ja, also wir sind im Moment 7 Schiedsrichter, ganz vorne dran der Alfred Holl als Schiedsrichterchef hier im Bezirk sowieso. Dann Felix Lachnit, Schiedsrichter-Einteiler, er hat ziemlich viel zu tun, um alle Spiele auch hier im Bezirk und über den Bezirk hinaus in der Landesliga mit zu besetzen. Dann haben wir den Philipp Hermanutz, der auch nebenbei noch Trainer der C-Jugend ist und auch sonst immer überall, wo es Not am Mann ist, aushilft. Dann haben wir den Johannes Schulz, der auch im Trainerbereich unterwegs ist. Und den Tim Hoffmann, der hier bei der Technik-Crew der HSG Konstanz unterstützt. Und eben als geliehene Schiedsrichter vom TSV Bodman ist der Florian Korb. Und meine Wenigkeit seit 2 Jahren jetzt für die HSG Konstanz unterwegs. Und mit dem Florian Korb pfeife ich auch zusammen. Man muss es so klar sagen, ohne Schiedsrichter kein Handballspiel. Also ganz wichtiger Bestandteil. Ja, aufgrund dieses Jobs, dieses wichtigen Jobs, den ihr übernehmt, fehlt dir manchmal vielleicht auch ein bisschen Anerkennung, Wertschätzung, die Würdigung dessen, was Schiedsrichter einbringen? Oder wie nimmst du es wahr, auch in den Klassen, in denen du unterwegs bist, der Umgang mit den Schiedsrichtern? Ich glaube, von Fußballverhältnissen sind wir weit entfernt, aber trotzdem, glaube ich, braucht man als Schiedsrichter auch ein dickes Fell manchmal. Definitiv sind wir weit weg von Situationen beim Fußball. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich auch zu Stimmungen in der Halle kommen. Die Eltern sind sehr emotional dabei. Meistens fängt es bei den kleinsten Kindern an, wo hier Entscheidungen angezweifelt werden. Aber man entwickelt sich ja, wie gesagt, als Schiedsrichter auch weiter. Und ich bin auch nicht derjenige gewesen, der von Anfang an alles so ertragen hat. Und heute sehe ich es mit Sicherheit definitiv lockerer. Bin aber trotzdem auch wieder bei dem einen oder anderen Spiel hinterher so angespannt, dass ich sage, muss das denn sein?
Aber es ist eine Entwicklung, die jeder mit sich mitmacht. Ich habe ganz viele junge Schiedsrichter gecoacht, die jetzt zum Beispiel überhaupt gar keinen Zuschauer wahrnehmen und diesen Einfluss überhaupt nicht kennen. Super, perfekt. Wer das kann, wer das ausblenden kann, ist hervorragend als Schiedsrichter geeignet. Aber alle anderen natürlich auch. Man kann da sehr viel lernen. Deswegen herzliche Einladung. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir leiten es gerne an Udo weiter. Er begleitet euch dann und führt euch ran ans Schiedsrichterwesen. Ganz, ganz wichtiger Job. Schön, dass du da bist, Udo. Bleib gerne noch bei uns. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich auch einstimmen aufs Spiel. Und das ist heute ein richtiger Kracher. Also ich freue mich drauf auf so eine Mannschaft wie die HSG Nordhorn-Lingen. Dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, oder? Erinnerst du dich an 2016-17? Der erste Heimsieg nach dem Aufstieg 24-23 gegen Nordhorn. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir damals gewonnen haben. Ich wusste allerdings nicht mehr, dass das erste Heimspiel war, wo ein Sieg war. Und vom Spiel weiß ich auch nicht mehr viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Kracher. Ich habe mir vorher mal die Aufstellung angeschaut. Will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Namen und die Staturen, die man da sieht, die sind schon beeindruckend für eine Zweitligamannschaft. Genau, also dann haken wir gerne noch das letzte Spiel kurz ab. Kann es mal geben, sicher als junge Mannschaft. Dessau ist ja auch wirklich eine Mannschaft, die ein extrem hohes Tempo gehen kann, wenn man da nicht die richtigen Mittel findet oder, wie es Jörg Lützenberger ausgedrückt hat, vielleicht den halben Schritt zu spät ist, gar nicht mal alles verkehrt macht, aber der halbe Schritt hat dann große Auswirkungen im Endergebnis. Siehst du das auch so? Ja, definitiv. Es ist in dieser Liga einfach so, dass wenn du als Aufsteiger und junge Mannschaft, die einfach auch mal viele Fehler in einem Spiel vielleicht macht, gehörig unter die Räder kommen kannst. Das ist uns in all den Jahren, wo wir in der zweiten Liga waren, immer wieder mal passiert. Lieber kriegst du einmal so eine Klatsche, lernst viel daraus und guckst dann, dass es vielleicht in den nächsten Spielen wieder so viel besser wird, dass du um Sieg mitspielen kannst. Dann zu dir persönlich, Matze. Du warst jetzt ja einige Monate, Jahre, ich weiß gar nicht wie, aber es ist schon lange her, dass du das letzte Mal mit mir zusammen kommentiert hast. Deswegen, viele kennen dich noch vom Spielfeld als heißblütiger Mittelmann, der für die eine oder andere spektakuläre Aktion immer gut war. Hast uns da viel Freude bereitet, am Livestream heute sicher auch, freue ich mich drauf. Aber wie sieht es gerade im Moment bei dir aus? Persönlich, Job, neue Lebenssituation nach der Karriere? Ja, ich habe nach dem aktiven Handballspielen 3 Jahre die zweite Mannschaft trainiert, danach 1 Jahr die A-Jugend-Bundesliga und bin dann aus beruflichen Gründen, weil ich mittlerweile im Referendariat bin, Richtung Berufsschullehrer, raus aus diesem aktiven Bereich gegangen und mittlerweile als Nachwuchsleiter bei der HSG aktiv, wo ich einfach ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität habe. Und das einfach ein bisschen besser steuern kann, was das Berufliche dann angeht. Ich bin da für den Bereich von der U23 bis zur C-Jugend im Leistungssport zuständig. Das ist eine völlig andere Seite, die auch wirklich Spaß macht. Und privat, ja, wie gesagt, beruflich mittlerweile im Referendariat. Und vor kurzem auch Nachwuchs bekommen. Von daher, ja, viele schöne Sachen außerhalb der Handballhalle auch. Dann erstmal auch nochmal herzlichen Glückwunsch, auch auf diesem Weg. Dankeschön, danke. Und eben, wenn du es dann schon angesprochen hast, dein Bereich, wie sieht es da gerade aus? Wie zufrieden bist du, wenn man anguckt, wie viel Verletzungsprobleme die U23 hat? Dass es sich dann doch echt beachtlich schlägt, finde ich. Und auch die A-Jugend richtig gute Talente drin hat. Also eben, wenn du auf diese zwei Mannschaften guckst, wie ist da die Entwicklung aus deiner Sicht? Wir haben dieses Jahr eigentlich das erste Mal versucht, mit einem kleineren Kader die U23 bewusst so zu halten, damit jeder viele Spielanteile bekommt. Das wird uns aktuell zum Verhängnis, das muss man so sagen. Wir haben nicht die Alternativen, die wir bräuchten, um in jedem Spiel konkurrenzfähig zu sein. Trotzdem glaube ich, dass es der richtige Schritt ist, weil wir auf lange Sicht schon das Ziel haben, einfach noch mehr Spieler aus der eigenen Reihen aufzubauen. Und dann gehört es einfach auch mal dazu, dass man ein Jahr oder auch 2 Jahre etwas schwieriger es hat, sich zu halten in der Liga. Ich trotzdem hoffe, dass wir es schaffen, weil es ganz, ganz wichtig ist für die Entwicklung des Vereins und auch von den Jungs. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass die einen sehr, sehr guten Job machen. Und der große Vorteil an der jungen Mannschaft ist einfach auch, dass die Spieler im Laufe der Saison in der Regel nicht schlechter werden und diese Belastung vergleichsweise gut wegstecken, wodurch ich hoffe, dass wir in der Rückrunde noch mal ein bisschen zulegen können und dann diese Liga erhalten, was
sehr schwer ist bei dieser hohen Anzahl an Absteigern dieses Jahr. Genau, 6 Absteiger sind es. Es ist schon richtig viel. Dann lass uns über Nordhorn-Lingen sprechen. Du hast gerade schon angesprochen, die Statur, die Namen. Was beeindruckt dich besonders oder wo siehst du die Stärken? Was zeichnet die aktuelle Mannschaft aus bei Nordhorn? Also die Physis, so wie es aussieht. Ich habe jetzt noch keine Spiele von Nordhorn diese Saison gesehen. Ich glaube aber, dass sie das beste Gespann haben im Tor in der Liga. Also so, das ist meine subjektive Meinung. Mit einem Nationaltorhüter Ravensberg, mit einer Ikone Burmester, die beide, glaube ich, auch von der Quoten recht gut sind. Ja. Die geben natürlich unglaublich Stabilität und dann haben sie einfach eine sehr, sehr starke Abwehr vor sich. Ich gehe davon aus, dass Daniel Kubis einfach auch den Fokus darauf legt, als ehemaliger Abwehrchef von vielen großen Mannschaften. Und vorne laut den Torschützen sehr viel über links außen und ich denke, dass Pöhle sich den einen oder anderen Wurf auch heute nehmen wird. Davon ist auszugehen. Heißt im Umkehrschluss aber auch für die HSG Konstanz heute so ein Spiel, wo man völlig befreit reingehen kann, möglichst gutes Spiel machen und dann schauen, was rauskommt? Ja, durch die Punkte, die letzten Wochen geholt wurden, hat man ja den Anschluss sehr gut geschafft. Ich glaube aber, dass man schon in jedes Spiel reingehen sollte mit dem Gedanken, dass wir das Spiel gewinnen wollen und können. Und natürlich können sie jedes Spiel befreit aufspielen. Sie sind Aufsteiger, sie sind jung. Trotzdem weiß man einfach, dass man ganz, ganz viele Punkte holen muss in der Liga, um zu bestehen. Und deswegen muss heute auch die Devise sein, das Spiel gewinnen zu wollen. Dann werd mal konkret, was denkst du? Dein Tipp, wie geht's aus? Kommst jetzt schon mit einem Tipp? Ja? Handball ist so unberechenbar. Ich hoffe auf einen 2-Tore-Sieg, dafür muss aber eine sehr, sehr gute Wurfquote und eine sehr, sehr gute eigene Abwehr- und Torhüterleistung dastehen. Also ich rechne heute nicht mit einem Ergebnis über 30 Toren, wenn wir gewinnen wollen. Okay. Udo, du bist auch noch gefragt, dein Tipp zum Spiel? Ja, ich bin natürlich neutral als Schiedsrichter und gönne jedem einen Punkt. Ja, auch als HSG-Schiedsrichter, natürlich muss man da neutral sein. Ich gönne jedem einen Punkt, ich denke mal mit einem Punkt wäre die HSG Konstanz auch schon zufrieden. Daher sage ich mal 29-29 jetzt aus. Alles klar, dann danke ich euch beiden für den Moment. Möchte euch an den Bildschirmen zu Hause darauf hinweisen, dass wir noch ein Interview vorbereitet haben mit unserem Geschäftsführer André Melchert. Deswegen unbedingt dranbleiben und in der Halbzeit, wie gesagt, wird Udo Kawat auf dem Spielfeld nochmal zusammen mit unserem Hallensprecher Andi Löbe die Arbeit der Schiedsrichter hervorheben. Und ganz wichtig der Hinweis, das Spiel gibt es nur auf Sportdeutschland TV exklusiv. Also alle, die uns auf YouTube und Facebook zuschauen, jetzt rüberwechseln auf Sportdeutschland TV und dann melden wir uns gleich von oben zur Partie HSG Konstanz gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Zweite Handball-Bundesliga Mittwochabend in der Schänzlehölle. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur Vorberichterstattung HSG Konstanz gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Und wir wollen wieder einstimmen mit unserem Geschäftsführer André Melchert. Hallo André. Hallo Andreas. Ja, wie immer lohnt sich ein kurzer Blick zurück auf das Spiel in Dessau. So ein Spiel kann es wahrscheinlich mal geben für eine junge Mannschaft. Für dich auch exemplarisch, wie schnell es in dieser Liga gehen kann, dass ein halber Schritt zu spät am Ende große Auswirkungen im Ergebnis haben kann? Ja, also wie du schon sagst, das Spiel müssen wir erstmal abhaken. Ziemlich zügig abhaken, aber auch daraus lernen. Ja? Und ja, ich finde, das Spiel hat ganz gut gezeigt, wenn man wirklich, ja, warum auch immer, wie du es gesagt hast, einen halben Schritt zu spät ist, ja, dann geht man halt in der Liga einfach mal sang- und klanglos unter. Ja. Und heute müssen wir da auch wieder aufpassen, denn ja, absolutes Highlight, eine tolle Mannschaft heute hier zu Gast, Traditionsverein HSG Nordhorn-Lingen mit einer reichen Geschichte. Wie groß ist die Vorfreude, so eine Mannschaft hier heute begrüßen zu dürfen? Ja, riesig. Es ist wirklich ein toller Verein mit überragenden Spielern damals, aber auch heute. Ja,
auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga spielen, ich bin der Meinung, aus dem Kader gehören auch einige Spieler in die erste Liga. Ja, da können wir uns dran messen, dran begeistern, da können wir uns steigern und versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Dann Saison 2016-17, sagt dir das noch was? Unser erster Heimsieg damals, 24-23 gegen Nordhorn-Lingen. Ja, ich bin da nicht so der Statistiker, aber du wirst da sicher gut recherchiert haben. Nee, sagt mir tatsächlich nichts, aber natürlich ist es für uns dann ein Highlight damals auch gewesen, weil auch damals war Nordhorn einfach schon mal ein Namen in Deutschland. Worauf müssen wir denn bei der aktuellen Mannschaft besonders achten? Wo siehst du die Stärken im Moment? Was zeichnet Nordhorn aus? Ja, ich finde, da zeichnet einfach alles aus. Also die haben einfach mal einen ganzen Kader. In der Mannschaft kann wirklich jeder gut Handball spielen. Es sind überragend, sie sind körperlich sehr stark. Also da ist einfach alles drin, was man so als gutes Team in der zweiten Liga braucht. Und darauf können wir uns heute freuen. Das heißt auch für unsere Mannschaft heute, völlig befreit hier heute auftreten, einfach sich so gut wie möglich präsentieren und schauen, was rauskommt? Ja, wir können völlig befreit ausgehen. Nichtsdestotrotz wollen wir das Spiel natürlich gewinnen. Ob wir es dann umgesetzt bekommen, dafür müssen da wirklich viele Räder ineinander laufen. Ja, ob wir es hinbekommen, sehen wir dann. Wir wollen unser Bestes geben und hoffen, dass es funktioniert. Jetzt stellen wir heute unsere Schiedsrichter mal vor. Die sind ja oft nicht so präsent, nicht im Vordergrund, aber es wird mal Zeit, die Jungs vorzustellen. Wie blickst du drauf auf unser Team und wie wichtig sind sie auch für den Sport insgesamt, für uns als HSG? Ja, Schiedsrichter generell sind wichtig, weil sonst würde es das Spiel nicht geben. Auch bei uns hier im Kreis. Wir haben bei uns im Kreis einen enormen Mangel an Schiedsrichtern. Wir sind stolz, dass wir jetzt so eine Truppe schon zusammen haben. Wir geben aber auch alles dafür, dass die Gruppe noch viel größer wird. Wie gesagt, wir sind da wirklich sehr stolz auf die Jungs. Die machen ihre Sache wirklich sehr gut. Sind jetzt wirklich auch mit dem Udo, der den ganzen Bereich organisiert, vernünftig aufgestellt, dass wir da wirklich noch mehr rausholen können. Und ohne Schiedsrichter geht es nicht. Auch wenn ich mir im Bezirk oder auf Landesebene einfach mal ein Umdenken wünschen würde, dass man einfach mehr dafür tut, auch auf Bezirksebene oder Verbandsebene, dass man mehr Schiedsrichter bekommt und das nicht einfach nur auf die Vereine abwälzt und einfach auch, wie man Kinderspiele leiten könnte. Ich bin da immer ein Fan von, dass das auch die Vereine, gerade auf der untersten, bei den Kleinsten, dass das auch die Heimatvereine machen können. Ist leider jetzt bei uns im Bezirk ein komplettes No-Go, als mit der Idee kam, wurde es leider nicht gerade sympathisch verstanden. Sicher auch ein niederschwelliges Angebot, also dass man leicht reinfinden kann, dass man Online-Kurse machen kann, die Präsenztermine so abgehalten werden, dass die Leute sie auch ohne Probleme wahrnehmen können. Da gibt es, glaube ich, noch viel Optimierungsbedarf. Ja, genau. Also ich sag mal so, wir haben mit Michael Stotz einen überragenden Schiedsrichter bei uns in der Mannschaft. Klar, jetzt in der zweiten Liga ist das jetzt ein schwieriges Thema, aber selbst letztes Jahr, als wir noch in der dritten Liga gespielt haben, der Michael hätte wirklich sehr gerne gepfiffen, ja, aber wenn man dann mehrere Abendtermine hat, wo man dann bis in andere Dörfer fahren muss, damit man sich zwei Bier trinkt und über irgendeinen Pfiff unterhält, da verstehe ich, dass dann die Motivation tatsächlich ein bisschen flöten geht. Alles klar, dann danke dir für den Moment, André. Wir stellen nachher nämlich unseren Schiedsrichter-Obmann Udo Kawat noch genauer vor in der Halbzeit auf dem Spielfeld und nachher auch im Vorgespräch bei uns hier. Dann viel Spaß, HSG Konstanz gegen die HSG Nordhorn-Lingen.
Handballfreunde. Die englische Woche macht's möglich. Es ist Mittwochabend, es ist kurz vor 19 Uhr und wir haben Handball in der zweiten Handball-Bundesliga hier heute Abend in der Schänzle-Hölle. Es treffen aufeinander die beiden HSGs in der zweiten Handball-Bundesliga. Zu einem der Gastgeber HSG Konstanz nach der Niederlage beim Dessau-Roßlauer HV mit 42:29 und mit 10:18 Punkten auf Tabellenplatz 16. Und damit kommen wir zu unseren Gästen am heutigen Abend, die wir hier herzlich in Konstanz begrüßen. Die Mannschaft der HSG Nordhorn-Lingen. Begrüßen wir aufs Herzlichste hier in der Schänzle-Hölle. Und natürlich begrüßen wir auch den mitgereisten Anhang ganz herzlich. Die HSG Nordhorn-Lingen nach der letzten Heimniederlage mit 21:24 zu Hause verloren gegen den Tabellenzweiten TuS N Lübbecke. Und Nordhorn-Lingen steht mit 18:12 Punkten auf Rang 7 in der Tabelle. Und die Gäste spielen in folgender Aufstellung. Mit der Nummer 1 Bart Ravensbergen. Die Nummer 12 Björn Burmeister. Mit der Nummer 4 Samuel Lindberg. Die 11 Tarek Marschall. Mit der 14 Markus Stegefeld. Die Nummer 17 Jaime Fernandes. Die 19 Luca de Boer. Mit der 28 Lasse Seidel. Mit der Nummer 33 Nebojša Zimović. Die 48 Julian Possel. Die 77 Johannes Wasilewski. Mit der 94 Georg Pöhle. Und der 95 Dominik Kalafut. Trainiert wird die HSG Nordhorn-Lingen von Daniel Kubes. Und noch einmal ein herzliches Willkommen der Mannschaft, die heute Abend zu Gast ist hier in Konstanz, in der Schänzle-Hölle, die HSG Nordhorn-Lingen. Jetzt kommt er an. Und jetzt kommt er, der Spielball, präsentiert im Elektrocar von Automobile Bölle, gesteuert von Luis. Kommt der Spielball in die Mitte. It's you. Get into my car. Ein Riesenapplaus für Luis. Bölle Automobile macht's möglich. Dankeschön und nochmal einen Applaus für Luis und danke an Automobile Bölle.